Moin ihr Lieben, willkommen zum ersten Turnierberichtsvideo der Saison 2017. Ich war in St. Jürgen Frankenburg bei Lilienthal und vorher habe ich nichts angekündigt, da ich dieses Turnier ganz entspannt angehen wollte und mich nicht zu sehr unter Druck setzen wollte. Das ist auch der Grund, warum ich vom ersten Tag nur die Ritter habe und dann erst beim zweiten Tag wirklich gevloggt habe. Es war ein Premierenturnier, denn ich habe mein erstes Mal mit Palou gehabt, ich habe mein erstes M-Springen geritten und das erste L-Springen mit Holly. Letztes Jahr sind wir ja nur Springpferde-L gegangen und die Anforderungen sind schon ziemlich unterschiedlich von einem normalen L-Springen oder einer Springpferde-L. Für die, die hier neu sind und sich vielleicht fragen, warum Sammy nicht mit zum Turnier kommt, Sammy hat mir in den letzten Jahren mehr als einmal gezeigt, dass sie zwar hin und wieder für mich kämpft auf Springturnieren, aber eigentlich ist das so gar nicht ihr Ding. Das haben wir akzeptiert und Sammy ist super zufrieden mit ihrem turnierfreien Leben und den Aufgaben, die sie jetzt hat. Genauso möchte ich die Frage zur Gebisswahl bei Palou schon mal vorwegnehmen. Letztes Mal im Training war er extrem stark. Zu seiner Vorgeschichte muss ich sagen, er ist es auch gewohnt, auf schärferen Zäumungen geritten zu werden. Er ist platziert bis zur Klasse S2 Sterne und ich muss zugeben, mit meinen kurzen Beinchen und dem großen Pferd und dass er es eben gewohnt war, wollten wir das Risiko nicht eingehen, dass er auf Turnier genauso stark ist wie im Training und wir ungebremst irgendwie in irgendwelche Sprünge landen. Deswegen haben wir uns für ein Pelle mit kurzen Anzügen entschieden und das war eine wirklich gute Entscheidung, da ich so wieder super fein reiten konnte mit leichten Paraden und ich dem Pferd einfach nicht die ganze Zeit im Maul hing, denn das war der Fall beim Training, dass ich doch manchmal wirklich viel zu viel Verbindung zum Pferdemaul hatte. Aber nun genug gequatscht, ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dem Video. Dieses Mal werde ich meine Ritte nicht parallel kommentieren, wir wissen, wo die Fehler liegen und ich freue mich einfach nur, dass das erste Turnier so gut geklappt hat. Am Samstag habe ich mit Palou und Carlsson ein L-Springen gehabt und das möchte ich euch jetzt zeigen. Zuerst zeige ich euch den Ritt mit Palou. Ich war überglücklich, wie artig Palou auf dem Turnier ist. Nicht nur im Parcours, sondern auch im ganzen Umgang. Und wir konnten uns dann sogar auf den 5. Platz platzieren. Kommen wir nun zu Carlssons Ritt. Es war teilweise komplett out of control. Der war auf dem ersten Turnier sowas von gut drauf und super auf Angriff. Es war definitiv nicht unsere schönste Runde. Ich musste ein paar Mal richtig doll rangehen, da wir sonst ungebremst in die Sprünge gerannt wären. Und das wollte ich mir und dem Pferd natürlich nicht antun. Aber am nächsten Tag war das schon um 180 Grad besser und deswegen, ich zeige euch den Ritt trotzdem, denn es kann ja nicht immer perfekt laufen. Wir haben auch am Ende Abwürfe gehabt, aber jetzt viel Spaß bei dem Ritt. Thank you.
Acht Strafpunkte in der Zeit von 66:90 für Saskia Meyer und Carlsson. Lara Holzbrock heilt den General Rosen. Obwohl wir die zwei Abwürfe hatten und er wirklich stark und schnell war, bin ich trotzdem glücklich und zufrieden. Wenn ich darüber nachdenke, wie ich letztes Jahr in der gleichen Situation reagiert hätte, dann finde ich, haben wir uns schon sehr, sehr doll verbessert und sind einige Schritte nach vorne gegangen. Und dann bin ich, weil das L-Springen mit Palou so super geklappt hat, tatsächlich in mein erstes M-Springen geritten und ich war überglücklich, super stolz und auch diesen Ritt möchte ich euch jetzt zeigen. Ich war erstaunlich entspannt vor dem und während des Rittes. Wir hatten zwar zwei aber das ist mir sowas von egal, weil ich einfach richtig glücklich und zufrieden war. Wir müssen noch am Galopp arbeiten und ich muss dieses Geschiebe mit meinem Oberkörper endlich wegbekommen, obwohl es echt schwer fällt. Irgendwie scheint das voll mein Ding zu sein. Und dann kommen wir auch schon zu Tag 2 und da wünsche ich euch auch ganz viel Spaß mit. Moin ihr Lieben, ich habe mich jetzt doch dazu entschieden, heute zu vloggen und guck mal, wie sauber mein Anhänger ist. Den macht Patrick irgendwie in letzter Zeit nach jeder Fahrt sauber. Daumen hoch für Patrick. Und jetzt werde ich gleich das Sattelzeug noch einmal überputzen. Holly schläft noch, eigentlich sollte Patrick sie jetzt schon putzen, aber wir lassen sie noch einen Augenblick liegen. Und dann machen wir ja Holly und Karl schon fertig und dann geht es ganz entspannt heute zum Turnier. Das Wetter ist richtig gut, hoffentlich bleibt das so. Und ich werde euch so gut es geht heute mitnehmen. Patrick möchte, dass ich euch zeige, wie ordentlich das hier aussieht. Naja, den Boden kriege ich nicht immer ganz so geil sauber. Geil wäre es, wenn wir mal hier einen Schuh hinlegen könnten, aber muss ich mal mit dem Chef sprechen. Na, stärkst du dich schon? Hast du alle Kräfte gesammelt? Jemmy, du musst nicht mit. Aber du kannst nachher noch rauskommen mit den anderen Stuten, wenn die zurück sind vom Turnier. Bist du motiviert, Carlsson? So wie gestern? Ja. Carlsson hat einen neuen Nachbar. Ja, stimmt. Aber Carlsson möchte jetzt gerade kurz jedem die Show stehen. Und hier sehen wir den großen Champion. Komm mal her, Palou. Du musst heute nicht mit. Du hast dir deinen wohlverdienten Sonntag verdient. Die sind gerade alle noch richtig am Dösen. Voll süß. Ich muss erstmal wieder ins Vloggen auf dem Turnier reinkommen. Wir haben während des Fertigmachens irgendwie komplett vergessen, auch mal zwischendurch die Kamera anzumachen. Aber ich denke, das wird mit der Zeit wieder werden, auch so das Rittefilm etc.
Und als wir auf dem Turnierplatz angekommen sind, ich den Parcours gesehen habe, war ich ein bisschen erschrocken und habe befürchtet, mit Holly eher in diesem Parcours zu versagen, weil der doch recht anspruchsvoll war. Aber ich zeige euch die Ritte jetzt gleich einfach und es wurde ja dann doch besser, als ich gedacht habe. Wir werden jetzt gleich mal im Anfang, Holly die Stollen reinzudrehen, sie wieder raufzustellen. Da ist nur zwischen mir bzw. Karlsson und dann ja Holly sind gerade mal 22 Starter und das wird echt eng. Deswegen müssen wir Holly schon vorbereiten, sonst schaffen wir das mit dem Abreiten nicht. Aber nun gut, jetzt ist das so. Wir werden uns jetzt beeilen und ich berichte euch dann nach der Prüfung, wie es war. Zweite Abteilung Springprüfung der Klasse L. Die zweite Abteilung wird von den etwas, aber auch wirklich nur etwas älteren beschritten, die Reiter und Senioren. Unser Richterkollegium für diese Prüfung, Frau Christine Runge und Herr Uwe Wandrei, erster Starter 122 Karlsson und Saskia Meyer vom Reitclub Stotel. Karlsson war einfach nur toll. Wenn ich darüber nachdenke, wie es letztes Jahr einfach alles noch aussah, unser Training hat sich wirklich ausgezahlt und wurde dann noch mit dem 5. Platz belohnt. Where are you going? Going so fast tonight. Have you ever stopped beside the road to smell the rose of life? Take a breath now. Saying, ooh, you've got one life to live. She's singing, ooh, you've got one life to live. Don't let it go. Als ich auf Holly aufgestiegen bin, dachte ich, das wird die totale Katastrophe. Die hat sofort einen runden Rücken gemacht. Jedes Pferd, das ihr entgegenkam, hat sie komplett aus der Fassung gebracht. Die sprang von links nach rechts und
Erst als ich den ersten Sprung gemacht habe auf dem Abreiteplatz, war das so, als wenn es bei ihr Klick macht und sie so sich gedacht hat, ach, dafür sind wir hier. Und auch im Parcours hat sie einfach eine tolle Einstellung. Und ich war sowas von glücklich, als ich null durch war und dann auch noch mit dem sechsten Platz belohnt wurde. Ich habe auf dem Turnier nicht mehr ganz so viel gefilmt, weil wir, nachdem wir die Pferde weggebracht haben, auch ganz entspannt erstmal was gegessen haben und noch meiner Trainerin zugeguckt haben. Jetzt räume ich die Sattelkammer aus, denn der ganze Kram, bis auf so ein paar Teile, muss natürlich wieder raus und sauber gemacht werden. Patrick macht den Anhänger sauber und das Video ist natürlich jetzt noch nicht zu Ende, weil ich jetzt nochmal an mich abgebe in meinem Videozimmer und noch ein paar Worte sage. Das war's mit dem ersten Turnierberichtsvideo in der Saison 2017. Es werden jetzt natürlich regelmäßig wieder solche Videos folgen und ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns dann am Freitag um 14 Uhr bei meinem nächsten Video wieder. Bis dann, tschüss!